Ja! Wir haben es ins TOTS dieses Jahr geschafft. Jeder von uns hat eine TOTS-Karte bekommen. Warum ist meine die kleinste? Das hat was mit dem Ding in der Hose zu tun. Ist auch egal. Auf jeden Fall, wir werden heute Challenges spielen und diese Werte auf den Prüfstand stellen. Wer am Ende die meisten Punkte hat, der hat wirklich seine TOTS-Karte verdient. Lange Rede, kurzer Sinn. Sprintgeschwindigkeit. Ein einziger 50 Meter Sprint. Die schnellste Zeit kriegt 3 Punkte, die zweitschnellste Zeit kriegt 2 Punkte und der langsamste von uns 1 Punkt. 90 Pace, mal gucken, was dahinter steckt. Lukas steht hinten am Start und wir stoppen hier die Zeit, hier im Ziel. 50 Meter Sprint, let's go. Auf die Plätze! Fertig! Los! Boah, der macht noch 100 Meter Sprint. Sagt die Zeit, Chefe. 7,32. Das hat sich nicht gut angefühlt. Aber schon schnell. 90 Pace werde ich nicht gerecht. Als nächstes Boris, 73 Pace. Da kann er eigentlich joggen, so, ne? Ob ihm das gerecht wird, schauen wir mal. Auf die Plätze! Fertig! Los! Oh, der LKW! Der LKW! Ja! Oh. Boah! 7,62. Nicht schlecht, aber. Wie fertig? 7,32. Du bist Platz 1, ich bin Platz 2. 30 Millisekunden oder was? Das 97 Pace ist, sage ich jetzt schon, größter Bluff. Außer er läuft jetzt die 5 Sekunden. Auf die Plätze! Fertig! Los! Okay, guter Start, guter Start. Oh jo, das könnte wirklich 97 Pace sein. Das sah echt gut aus. 7,08. Die Karte aber lügt nicht. Eigentlich enttäuscht, ich hätte unter 7 Minimum gewusst. Naja, ne? 3 Punkte auf deinem Kanal, 2 Punkte auf dem Spy-Design-Kanal und 1 Punkt auf meinem. Pace war ja nach unserer Karte nach alles richtig. Kommen wir jetzt zum Schuss. Was hast du da für einen Wert? 93. Ich habe da 87. 85. Ich habe mich da entschieden, dass wir die Kategorie Volleys probieren, testen und beweisen, dass diese Zeit, die hier steht, auch gerechtfertigt ist. Mehr als gerecht. Ich sollte 99 haben schießen. Die haben dich gerobbt. Yvonne hat das gemacht, Digga. Die weiß nicht, wie gut ich schieße. Wir haben jetzt 3 Durchgänge, in denen wir beweisen können, dass unser Volley der beste ist. Ich sollte 99 haben schießen. Ich hoffe, ich treffe den Ball. Ja! Der hat ja Goalkeeping minus 18, Digga! So wie ich hier vorstehe, so kann ich auch wollen. Was habe ich euch gesagt? Jetzt müssen wir den CR7-Volley auspacken. Oh. Zum Glück haben wir die Pflaume im Tor. Natürlich ist bei mir jetzt der Goalkeeper gewechselt. Oh, Zerrung geholt wegen dem Fischer. Jetzt knall ich den aber in den Winkel rein. Den hab ich. Oh. Alles noch drin. Jetzt treffen. Und ich hol mir die. Wie viel kriegt man? 3? Vogel, Treffer, 1. Ach so. Ja gut, dann muss ich mir jetzt treffen für 2 Punkte. Ah! Nein! 99. Schuss Nummer 3, der muss jetzt wieder sitzen. Nope. So knapp! Und doch so fern! Dritte Chance, dritter Treffer, ne? Was? Der Fischer kann nur laufen. Der ist Pace Abuser. Nach dem zweiten Durchgang steht es wie folgt. 3 Punkte. 2 Punkte. 3 Punkte. Wir kommen jetzt zur Rubrik Passen. Unter Passen haben wir einen Punkt Freistoßgenauigkeit. Deswegen werden wir jetzt 3 Freistöße knallen. Ich habe 89 bei Passen. 82. Ich habe 86 bei Passen. Auch in diesem Durchgang haben wir 3 Schüsse. Jeder Getroffene zählt einen Punkt. Für die 82. Wir müssen performen. Wo habe ich mir das abgeguckt? Okay. Auf Ansage, Fischer hat nur Pace. Ich würde sagen, den machen wir, ne? Bäh. Sag ich! Nein! Genauigkeit ist da. Nur das Tor nicht. Wer will eine Bombe, der kriegt eine Bombe. Nee, ich will keine. Nope. Nein! Das war so knapp!
Dem Lukas müssen wir mal eins um die Ohren hauen, ne? Ab geht's. Kann nicht sein, ey. Ich habe am wenigsten passen. Ich werde euch jetzt das Gegenteil mal beweisen. Nein! Vielleicht nicht ganz die Genauigkeit, aber dafür ist die Schussstärke wieder zurück. Dritter und letzter Durchgang. Und ich stehe hier immer noch ohne Treffer da. Das muss sich jetzt ändern. Jetzt reicht's. Boris, komm. Wer zu Prime? Serbische Torwart, keine Ahnung. Check mal. Der mit wenigsten Passen hat hier das Pünktchen geholt. Tatsächlich hat Lukas hier den einen Punkt mitgenommen. Ich sage und schreibe 0, vom Fischer abgeschaut. Im Gesamtresultat heißt das 4 Punkte für Lukas, 2 Punkte für mich, 3 Punkte für mich. Wir kommen zur Kategorie Dribblings. Shit. Ich habe 92 Dribbling. Ich habe 2 mehr, 94. Ich habe wieder wenigstens 89. Wir machen jetzt ein kleines Hütchen, Viereck auf und dann Perfect Touch. Wer hat den besten Touch? Auch 3 Durchgänge pro Perfect Touch, 1 Punkt aufs Gesamtkonto. Ich reiche Beschwerde ein, Alter. 89 Dribbling, das ist viel zu viel. Aha. Uno. Chillen, grillen, Kiste killen. 2 for 2. Bruh. Nein, ich wollte cool sein. Da hat er sich verzockt. Boing. Nope. Trampolinfuß. Mann, ich gehe hier als Loser aus der Challenge mal wieder. Mann, nein, der war so gut geworfen, Mann. Sie haben Holzfüße. Ja, verkackt. Mann. Sie haben Holzfüße. Und unser Trampolinfuß. Perfekt. Boah, da macht er einen. Kann man nicht sagen, Lack am Werfer. Ach du Scheiße. Die vorletzte. Vierte Challenge. Wenn der jetzt nicht einen Punkt holt, hat er sich jeden Punkt nur bei Pace geholt. Aber da hab ich gewonnen. Boah! Aber wir haben noch eine Kategorie. Warte mal, ganz vorne weg. Erstmal, wie viele Punkte haben wir insgesamt? Du hast 5. 3? 3. Alle aus Pace, möchte ich einmal festhalten. Danke. Und jetzt haben wir die letzte Kategorie. Warum letzte? Wir spielen noch die Dev-Kategorie aus, weil Physis, wir wollen uns jetzt hier nicht weggrätschen. Deswegen, das fällt heute weg. Wir haben jetzt Sommerpause, den Urlaub wollen wir uns gönnen. Unter Dev haben wir diese folgende Challenge. So oder so ähnlich. Kopfballgenauigkeit ist jetzt die Frage. Wir kriegen einen Ball zugeworfen, zugeflankt, wie auch immer. Machen das dann nicht, sondern versuchen dann in diesem Bereich zu starten, hochzuschrauben, 2 Meter, 3 Meter in die Luft und dann boom! Weil Angriff ist die beste Verteidigung. Also wer jetzt gute Kopfbälle reinmacht, hat auch automatisch gute Def. Kollegas, was sind denn eigentlich eure Def-Werte? Also ich bin ja ST, muss man ja festhalten. Stürmer, Naturstürmer, Vollblutstürmer, 35 Def. Kann man nicht meckern. Als ZDM stabile 98. Brauchst du auch, brauchst du. Braucht man, hat man auch. Als rechter Flügel 81 Def, ich sag's euch wie. Was hat der sich für eine Karte gegeben? Was für ein Flügelspieler hat 81 Def? Das ist eine Totzkarte, Leute. Die haben ein bisschen mehr halt. Ja, vor allem wenn sie selbst gemacht worden sind. Für die 35 Def in Lukaku-Manier mache ich das jetzt. Lukaku! Auch hier haben wir 3 Durchgänge und pro getroffenen Kopfball gibt es einen Punkt. Nope. Nope. Mann! In meinem Mund sehr lange. Ich habe noch nie von Fisch einen Kopfball gesehen. Boah! Ja! Kann man nicht sagen. Kopfball war unnormal. Langsam kommt meine Striker-Abilities zum Vorschein. Man nennt mich in Fachkreisen auch Striker. Nein. Gut geklärt da. Wir nehmen meinen Kopf und knallen ihn dagegen. Ich kann nur in die Mitte. In die Mitte schießen, in die Mitte köpfen. Ja! Ja! Letzter Durchgang, ne? Nope. Ja, er legt ihn an die Latte. Aber ich muss jetzt einmal wirklich, jetzt ist es sonst peinlich. Bye, have a great time. Das ist mehr als peinlich! Oh nein!
Also diese 98 Def sind erstunken und erlogen. Das war ja nichts von mir. Null Punkte. Ich sag mal so, ein Punkt, 81 Def. Ich würde sagen, stimmt 1:1 überein, ne? Im Gesamtresultat heißt das? 6. Ich bleibe bei meinen stabilen 3 Punkten. Ich habe 4 Punkte. Damit habe ich mir den zweiten Platz gesichert. Ich Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wir haben noch die Rubrik Physis. Aber unter Physis gibt es eine Kategorie Ausdauer. Wir haben 40 Grad und werden jetzt so lange laufen, bis die ersten beiden hier umkippen. Und der letzte hat dann gewonnen, diese Kategorie. Mama? Ja, ich komme. Ich muss selber auch noch gehen, ne? Macht ihr das mal, ne? Ne, Spaß beiseite. Schreibt gerne in die Kommentare, wer hier Physis vielleicht gewonnen hätte, vielleicht nicht Warum gewonnen hätte. Warum ich da wieder am wenigsten habe. No. Weiß keiner oder auch jeder. Kommen wir zur Siegerehrung. Platz Nummer 1 und damit gerechtfertigt. Seine Totzkarte bekommen, Mr. Nummer 7, Lukas! Bravo, bravissimo! Auf Platz Nummer 2, unsere kleine Pace, mehr will ich nicht weitersprechen, der Fisch auf dem Flügel! Und damit war es das auch, oder? Und ciao! Ciao, bis zum nächsten Mal! Let's go!